ich weggeworfen. Hier hinten ist noch was ganz rechts, beim noch weiter rechts. Da am Ufer. Oh, das war's falsch. Ich habe einen Stein genommen. Oh. Ah, sieh mal einer an. Der Steg. Jetzt haben wir noch eins. Was machst du denn? Ich werf Steine auf Sachen. Ganz einfach. Wir haben hier was zum Werfen, aber ich weiß nicht warum. Oh, ich ist noch irgendwas, so, wenn man das Dingsschwert braucht. Kann auf die Flasche werfen. Ach, man kann die kaputt machen, ja. Das ist ja nett. Okay. Dann mach ich die Flaschen kaputt. Hier leuchtet noch irgendwas. Oh, das ist das Feuerholz. Lol. Dann wechsle ich schon mal auf Sun. Wir sind ein gutes Team. Oh ja. Ein gutes Gespann. Diese Flaschen im Wasser müssen wir auch noch kaputt machen. Aber jetzt kommt gleich erstmal der Boss. Boss was zum Werfen an kleine Zwerge. Keine Zwerge oder kleine Zwerge? Kleine Zwerge. Moonlight. Melon. Haben sie im Riesen, glaube ich, ein paar Stunden oder Tage gebraucht und im Film wahrscheinlich auch ein paar Stunden. Okay. Und das Monster kam erst, nachdem sie die Tür aufgemacht haben. So ein Zufall. Oh, ich nehme Legolas, da kann ich schön Adam. Nicht Gandalf. Ich bin ja schon Gandalf. Au. Da. Ich frage mich. Mein Tentakel tot gemacht. Yay. Abschießen, das geht nicht. Aua, hab mich getötet. Aua, da unten. Man sieht auch kaum was hinten. Monster. Oh, da muss Gimli ran. Und den werfe ich gleich mal. Wo ist Gimli? Gimli ist irgendwo. Oh, ich habe ihn wieder abgelegt. Siehst du das? Das ist er einfach da. Bist du ihn? Gut. Ja. Los! Guter Junge. Am Ham Ham Ham. Auch nur Frodo. Oh, da kann ich schießen. Bam. Sind bald wahre Abenteurer. Au, tot. Meine Haare sind weg. Was machen wir denn jetzt? Da war doch eigentlich noch so eine Plattform. Aus. Da ist nochmal ein Gimli-Dings. Wo ist er denn? Da ist er. Los! Aui, bam. Jetzt darf ich schießen. Mit Legolas. Der Hüter vom heiligen Bogen. Alter, du sollst schießen. Du hast mich abgeschossen. Das ist doch nicht mein Problem. Okay. Ach doch, ich putze mir die Nase.
pünktlich zum Spiel, Kapitelende, putze ich mir die Nase. Sehr schön. Ich glaube, das reicht erstmal. Mit dem hier. Häuschen. Häuschen, ja. Wir haben Boromir, Legolas, Gimli und Gandalf den Grauen gekriegt und noch ein paar freigeschaltet. Sehr schön. Sind wir aber unter? Ich glaube nicht. Nee. Ärgerlich. Ja, weil wir so auch verreckt sind. Ich frage mich, ob man von vorne anfängt damit oder ob man das weitermacht da. Ich glaube, man fängt von vorne an. Vermute ich auch. Ja, wir haben ja was gefunden. Der Mithril Clusterbow. Ich glaube, das ist der dreischießige. Dann sollten wir den machen, oder wie? Nee, brauchen wir nicht. Die Story braucht man den nicht, dann kann man den nicht benutzen. Achso. Leider. Traurig. Mhm. Aber fürs. Keine Schätze, nichts. Free Game kann man nicht. Weiter. Na, mal sehen, wo wir jetzt landen. So. Am Arsch der Welt. Ah. So, ich würde mal sagen, das ist ein schöner Stopp. Ja. Warte, wir gehen noch kurz zum Eingang, der ist hier. Obwohl, wir können mit Lego das hier nochmal hoch. Das mache ich. Legolas, komm mit. Ich laufe auf dem Seil, ups. Man kann sogar hüpfen. Wow. Tja, da war ich wohl schneller, was? Aber da braucht man wieder Nasil. Naja. Mit dieser Nasenwaffe. Persil. Hier, das sieht doch schön episch aus, oder? Ja, wunderschön. Ich mach mal deine Cheater-Strecke. Nein, ich fall runter. Du bist oder? Nicht cheaterhaft genug. Ich bin nicht runtergefallen. Wow. Also, ich bin nicht tot. Oh, da gehst du gerade lang. Cool. Von da kommen wir. Oh, was ist denn hier los? Hm. Werden wir beim nächsten Mal herausfinden, was da sich hinter versteckt. Wir stellen das erstmal vor die Tür. Warte mal. Ich glaube, das ist die Kartenstatue. Jau. Schau mal einer, guck. Mapstone, Kartenstein. Na, wunderbest. Dann. Wir gehen vor den Eingang und bleiben da dann stehen. Ich bleib hier stehen. Du bleibst da stehen, das ist okay. Gut, dann freuen wir uns, dass ihr zugeguckt habt. Vielen Dank fürs Zusehen. Quizgamen wir noch und saven. Und hoffentlich seid ihr auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Herr der Ringe online im Lego-Style. Nur, dass wir nebeneinander sitzen und nicht online sind, aber genau das. War auch nicht online, Lego Herr der Ringe heißt es. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play Lego Herr der Ringe. Ja. Das wollte ich dir sagen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Lego Herr der Ringe. Ein schönes Spiel. Ich ja. Freue mich schon wieder drauf. Ich auch. Wieder alles kaputt machen und glitschen. Ja, wir wollen den Load konfirmen. Wo waren wir denn letztes Mal? Ich erinnere mich daran, dass ich ein Pferd hatte. Ja, ich glaube, wir waren mit dem toten Frodo unterwegs. Ach ja, stimmt. Nein, also Frodo wurde schon von der Nazgul-Klinge verletzt. Und die gute Arwen hat ihn jetzt auf ihren Schoß genommen und bringt ihn zu Elrond. Ich glaube zumindest, dass wir da waren. Ich könnte auch sein, dass wir schon weiter sind. Wir werden es ja gleich sehen. Mhm. Passend, dass ich jetzt pinkeln muss. Das ist sehr professionell. Ja, ja. Ladezeiten sind heute aber auch ein bisschen lang. Ja. Nicht mal meine Allzweckwaffe, das Antadrücken, funktioniert. Schade, ne? Na komm schon, was ist denn los? Calcium-Armor. Ja, die kannst du benutzen, um diese goldenen Griffe zu benutzen. Okay. Ah! Oh. Ach, wir waren noch. Warte mal. Wo ich bin, warte. Irgendwie sehen meine Herzen anders aus. Wir haben aber einen geteilten Bildschirm, falsch geteilten Bildschirm. Ist schon on. Ist schon. Ach, ja. Das war wieder freie Welt, richtig? Ja, genau. Wieso sind meine Herzen so
Weil du das Kettenhemd trägst, das Trilhemd. Ach so. Das ist normal so. Na dann. Gut, wir waren auf dem Weg nach Moria. Wir standen doch so direkt da vor der Tür sozusagen. Aber jetzt können wir erstmal das tun, wofür wir hier sind. Übrigens, die Steuerung funktioniert tadellos, hat sich nichts verändert. Das ist Komm mal mit. Oder musst du gar nicht, ich könnte auch einfach so reingehen. Soll ich es wagen? Ja, wage es. Mit Sprung. Du wagemutiger Abenteurer. Jetzt geht's gleich los mit ein bisschen Erzählerei. Gut, dass man das überspringen kann. Ihr seid in der Mine. Vielleicht doch ein bisschen zu laut. Was zur Hölle war das? Ja. Ey, geil, ich bin Gandalf. Opa, Gandalf-Style. Nein, ich will wieder Legolas haben. Nicht Gamli. Okay, dann bin ich Gamli. Hier, kann ich was kaputt machen. Oh, hier, jetzt kommen wir auch gleich zu der Stelle, die ich dir schon erzählt hatte, mit dem Troll. Ach so. Und da weißt du ja, was du machen sollst, ne? Später, wenn das Video fertig ist. Ja, stimmt. Ich weiß. Gut. Sagen wir nichts zu, das sieht man ja dann. Merkt man dann. Können Skelette hier kaputt hauen, wir müssen Schlüssel finden. Oh, ich glaube, ich habe ihn. Achso, man kann die kaputt hauen, okay. Ich habe den Schlüssel gefunden. Ich habe auch noch irgendwas gefunden eben. Crankhandle. Du hast die Kurbel gefunden, das ist gut. Wir müssen hier nämlich ein bisschen aufbauen, damit wir weiterkommen. Okay. Habe ich den Schlüssel wieder verloren? Ich habe den wieder verloren. Wieso verliert man einfach so den Schlüssel? Vielleicht habe ich den zu lang gehabt. So, sehr schön. Ach so, ach siehste, ich habe das Zahnrad gefunden. Wo müssen wir das denn hinbringen? Da wo der Pfeil ist, der weiße. Ach so. Deine Kurbel kommt dann, ich glaube, uns fehlt jetzt noch ein. Da ist doch schon was. Ah, guck, ich kann es aufbauen. Ich glaube, ein Zahnrad fehlt uns noch, vielleicht. Auf jeden Fall hast du die Kurbel, das ist gut. Das können wir nicht kaputt machen. Ach, du kannst die Kurbel schon ransetzen, wenn du möchtest. Echt, ist das schon frei? Müsste eigentlich. Oder? Geht noch nicht? Nee, geht noch nicht. Entschuldigung, ich dachte, das geht. So, auf jeden Fall, wir sind in Moria. Wie man gesehen hat, da war gerade das Grab von Balin, Sohn von Fundin und dem Herrn von Moria. Übrigens, ich habe jetzt entschlossen, mehr zu erzählen. Wollte ich eigentlich sowieso, aber das muss mal sein. Ja, dann erzähl mal. Story hat so viel. Ich werde dir eh nicht zuhören.